Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 2. Wir sind das letzte Mal vor Abstergo abgehauen und jetzt werden wir mal das mit dem Animus anfangen. Wird Zeit, dass wir das Leben von Ezio mal into the Lupe nehmen. Wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Republik Florenz, 1476. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Natürlich, eine Prügelei. Ein paar letzte Worte. Und ich entschuldige mich auch noch gleichzeitig für die Klickgeräusche meines Players, aber ich finde, das gehört zum Gaming dazu. Hey, hinter dir! Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Wir haben fast gewonnen. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Also bei uns würde das als Diebstahl gelten. Damals war das anscheinend legal. Sabine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen.
Ach ja, die Erinnerungssynchronisation. Wo müssen wir hin? Ah, wir müssen mit unserem Bruder sprechen. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Dass er cool ist. Ben trovato, dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Na, fottiti. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Wie die Ärzte damals ausgesehen haben. Hat man richtig Angst vor ihm. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Okay, dann machen wir mal ein Wettrennen. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Der Kleine wird dich fertig machen. Komm, du Schildkröte. Ha! Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Gänsehaut pur. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ja, schlafen kann sie danach immer noch. Sogar eigentlich besser. Also erstmal synchronisieren. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Okidok. Ich wollte zur Karte. Wo muss ich jetzt hin? Wird mir das hier nicht angezeigt? Okay. Das ist mies. Aber egal. Ah, jetzt. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß.
Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Bei der Diss. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Er ist ein richtiger Schwerenöter. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodulcane! Was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach, bitte! Das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Los, mach ihn nieder! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt! Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ja, sie brauchte Hilfe, genau. Ich bin quasi unschuldig. Was zum Teufel soll das denn? Ich werde allerdings überwiegend bei diesem Let's Play bei der Hauptstory bleiben und so Nebenmissionen wie Rennen oder so kaum beachten, weil die Story einfach dafür viel zu gut ist. Mein Gott, ist der übergeschnappt? Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Okay. Dann müssen wir jetzt ein paar Dokumente überbringen. Guardate, che tagli di mezzo! Nie für die Ladung bezahlt, nie geliefert hast. Ich mag Teufel, aber meine Waren extra. Nachschauen. Oh, das ist ein Aussichtspunkt, den hole ich gleich mal mit. Oha. Ah, da. Okay. Stati attenti. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Tja. Ich weiß ja ganz genau, dass meine Verlobte sich das Video anschauen wird, deswegen haue ich das jetzt einfach mal raus. Siehst du, so einfach geht das, auf diese Türme zu klettern. Ich weiß nicht, was für Probleme du damit hast. Ist doch ganz einfach. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen, wenn ihr auch dem Wohl der Republik dienen könnt? Aus der Bahn. Gerade
Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel. Ja. Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, teilt, liked, abonniert, kommentiert und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!